Hallo liebe Strickfeen, ich heiße Marina und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich die Maschen mit iCord abkette. Mit iCord kann man die Ärmel abketten und dann unten, wenn man ein Pullover strickt, dann unten statt Rippenmuster kann man auch mit iCord die Maschen abketten. So, das ist mein Ärmel und ich möchte zum Beispiel den Ärmel abketten. Das ist meine letzte Masche und ich mache das so, die letzte Masche auf die linke Stricknadel und dann, ich möchte zum Beispiel iCord mit zwei Maschen abketten. Man kann mit drei, vier, aber ich möchte zum Beispiel mit zwei. Dann, das ist die letzte Masche und das ist die erste Masche im Ärmel, ja, dann mache ich so, zwischen diese und dieser Masche, ich mache die Stricknadel zwischen der letzten und der ersten Masche und hole mir den Faden und ich habe eine Masche bekommen und dann auf die linke Stricknadel, dann wieder zwischen diesen zwei, zwischen dieser und dieser muss ich den Faden holen. So. Und das wieder auf die linke Stricknadel. So, und jetzt werde ich mit diesen zwei Maschen arbeiten. Man kann natürlich drei und mehr Maschen machen. Dann, wenn zum Beispiel du drei Maschen machen möchtest, dann wieder zwischen diesen zwei den Faden holen und dann mit diesen drei Maschen arbeiten. Ich werde jetzt mit diesen zwei Maschen arbeiten, die ich mir jetzt geholt habe. Also. Und jetzt stricke ich die erste Masche rechts. So, die erste Masche rechts, die zweite Masche rechts. Und die letzte Masche, also die dritte Masche und die nächste Masche werde ich zusammen verschränkt stricken. So, drei Maschen, dann wieder diese drei Maschen auf die linke Nadel und wieder die erste Masche rechts stricken. Dann die zweite Masche, also die zweite Masche rechts stricken und die dritte mit der nächsten Masche zusammen verschränkt stricken. Und wieder diese drei Maschen auf die linke Stricknadel und wieder dasselbe mit diesen drei Maschen machen. Und so mache ich es bis zu Ende der Reihe. Immer mit diesen drei Maschen arbeiten und die letzte Masche aus diesen drei immer mit der nächsten Masche zusammen verschränkt stricken. Und dann wieder alle drei Maschen auf die linke Stricknadel und so weiter bis zu Ende der Reihe. So. Und so entsteht schon iCord, das sieht man schon hier. Und dann, also so stricke ich bis zu Ende der Reihe und jetzt zeige ich euch, wie ich das weitermache. Ich bin jetzt fertig. Das ist der Anfang und das ist das Ende. Und jetzt werde ich diese drei letzten Maschen vernähen. Ich habe hier schon den Faden abgemacht und ich habe hier die Stopfnadel genommen und jetzt mache ich Folgendes. So, ich nehme jetzt die erste Masche so für diese. So, und ziehe den Faden
so dass der Faden, so dass diese Masche also so aussieht, ja? Dann suche ich mir hier die erste. Hier, das ist die erste Masche hier. Also unser I-Cord besteht hier aus drei Maschen, ja? Das ist die erste für beide Seiten hier, für beide unter, also für beide Beinchen. Und dann ziehe ich das einfach so. So, jetzt nehme ich die nächste Masche. So hier, so von unten nach oben, damit die Masche wieder so liegt, ja? So, das ist diese. Und dann suche ich die zweite hier. Wo ist hier die zweite Masche? Da ist sie. Das sind diese zwei Beinchen von dieser Masche. Und dann wird das hier so gemacht und dann wieder von unten nach oben. Und hier suche ich hier die nächste, auch für zwei Beinchen und so. Dann wird das hier alles vernäht und sieht so aus. Und dann kann man hier schon den Faden einfach so. Und abschneiden und wegmachen. Ich hoffe, dass dieses Video euch geholfen hat und gefallen hat. Wenn ja, dann macht den Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Mal.